Imperialer Sommersitz der Habsburger. Lebensraum der Wiener. Weltkulturerbe. Schönbrunn ist ein Stück Wien, das Weltruhm geschaffen hat. Schönbrunn wurde immer wieder für repräsentative Auftritte oder Empfänge der Republik genutzt. Die Garde hat einen besonderen Bezug zu Schönbrunn. Wir leben in unmittelbarer Nachbarschaft. Schloss Schönbrunn war oft große Filmkulisse und wurde so zu einem Stück Heimat für alle Österreicher. Waltraud Haas ist in Schönbrunn aufgewachsen. Ich bin hierher gekommen, da war ich alt, ungefähr 6 Jahre alt. Hier hat dann auch die Bombe eingeschlagen. Schönbrunn ist zum Symbol für die Wiederauferstehung Österreichs geworden. Und heute imperialer Touristenmagnet. Elisabeth hat dann wirklich ein einziges Mal ein konkretes Ultimatum gestellt und dem Kaiser gedroht, dass ihn mit den Kindern verlassen wird. Die Habsburger waren über Jahrhunderte Förderer außergewöhnlicher Architektur, Gründer seltener Sammlungen und Menagerien und ermöglichten große Spektakel. Ich glaube, dass es eigentlich unglaublich gut zu Wien dazu passt. Weil man ja sagen muss, auch wenn man andere Großstädte anschaut, die auch eine entsprechende historische Bedeutung haben, so wie es Wien hat, die haben auch ihre eigene Form von Schönbrunn. Meistens nicht so schön wie Schönbrunn, das muss man auch dazu sagen. Als kaiserliche Sommerresidenz trifft Vorbereitungen für den Touristenansturm und startet in den Tag. Ein ehemaliges Jagdschloss und Jagdgebiet der Habsburger, ursprünglich weit vor den Toren der Stadt Wien. Der Großvater von Kaiserin Maria Theresia, Kaiser Leopold I., hat den Grundstein für das heutige Anwesen gelegt. Der Plan war, mit dem Bau von Schloss Schönbrunn alles andere in Europa in den Schatten zu stellen. Die imperiale Anlage war sichtbares Symbol der Vormachtstellung des Hauses Habsburg. Kaiserin Maria Theresia ließ das Schloss für ihre Bedürfnisse durch Nikolaus Pacassi umgestalten. Auch Waltraud Haas und ihr Sohn Markus Strahl haben eine ganz besondere Verbindung zu Schönbrunn. Nicht nur Erzherzöge sind im Schloss groß geworden. Das Schönbrunner Stöckl war Wiege und Wohnort für Schauspielerin Waltraud Haas. Deshalb gibt es auch unbekannte Bande zwischen den heutigen Stöckl-Wirtsleuten Tamara Trojani und deren Partner Otto Schenks Sohn Konstantin und der ehemaligen Rösselwirtin. Kannst du dich erinnern, wo dein Bett gestanden ist? Ich glaube ungefähr, aber du wirst mir schon helfen. Du, das war ja auch dein Bett. Ja, es war auch mein Bett. Also bitte. Wie viel Zeit versetzt? Ja, Zeit versetzt. Ich glaube, da irgendwo. Da? Wir stehen auf dem Platz, wo unser Bett war. Das war genau hier. Da war der Eingang ins Schlafzimmer. Hier war das Bett, wo wir stehen. Und hier? Da ist der Kaiser immer zu Besuch gekommen. Auf und einen Kaffee. Aber hier hat dann auch die Bombe eingeschlagen. Ja. Du warst nicht wir sind im Keller gewesen. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, jetzt hast du das Stöckl getroffen. Worauf jemand sagt, nein, verhasst, nicht das Stöckl, ihr Schlafzimmer. 1945 wurden der Ehrenhof und das Hauptschloss durch Bombentreffer der Alliierten schwer beschädigt. Da auf der Gloriette die Flak stationiert gewesen ist, war auch sie Ziel der Bombardements und wurde ebenfalls getroffen. Schönbrunn lag sowie der gesamte 13. Bezirk im britischen Sektor. Das Schloss war das Hauptquartier der britischen Besatzungsmacht und wurde auch für die berühmten Tattoos verwendet. Diese Benefizmilitärschauen wurden von Soldaten aller Alliierten unterstützt. Durch diese Einnahmen konnten österreichische Kinder auf Urlaub geschickt werden.
Das Leben kehrte zurück. Denn noch während der Besatzungszeit wurde die Gartenanlage von Schönbrunn wieder für alle zugänglich gemacht. Die Wiener nützten das vertraute Gebiet, um Normalität und Alltag zu spüren und der Fröhlichkeit wieder Raum zu geben. Der Wiederaufbau der Oper, des Stephansdomes und der Kaiserresidenzen hatte für die junge Zweite Republik oberste Priorität und war Zeichen des Erstarkens. Schönbrunn ist nicht nur ein Schloss. Schönbrunn ist pulsierender Lebensraum einer modernen Metropole. Der Kommandant der Garde, Oberst Stefan Kirchebner, am Weg zum Morgenappell. Guten Morgen. Wie geht's? Alles in Ordnung? Wunderbar. Der Brite Bobby Titmarsh lebt und arbeitet seit 40 Jahren hier. Im Tiergarten Schönbrunn beginnt der Revierleiter der Affen, Freddy Meyer, seine Morgenroutine. Na, Kinder, sagt schon mal. Da. Christine Hirzer-Riedler ist die Patronin des Schönbrunner Marionettentheaters. Fremdenführerin Gerti Schmidt ist unterwegs zu ihrer ersten Führung. Vielseitigkeit, Unterschiedlichkeit und Größe. Sie alle dokumentieren die Besonderheiten der Gesamtanlage von Schönbrunn. Als Auftakt der Sommersaison wurde im Schönbrunner Park der Gloriette-Lido eröffnet. Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat es in Schönbrunn ein sogenanntes Wasserreservoir gegeben, das sich auch zum Baden und Schwimmen geeignet hat. Der kleine Franz Josef berichtet begeistert davon in einem Brief an seinen Bruder. Nach dem Ende der Monarchie wurde es als Schwimmschule des Militärs verwendet. Später erfreute es sich großer Beliebtheit bei der Wehrmacht. 1955 entdeckten es die Soldaten der britischen Besatzung und nutzten ihre Oberhoheit in Schönbrunn auch für vergnüglichen Zeitvertreib. Heute ist das Schönbrunner Bad ein schickes Sommerbad und schließt jedes Jahr mit Einbruch des Herbstes. Erster April 2000. Dieser 1952 realisierte Film wurde von der damaligen Regierung Österreichs in Auftrag gegeben, um zu zeigen, dass das Land immer lebensfähig gewesen ist und alle Hürden der Geschichte bravourös gemeistert hat. Den Alliierten wollte man durch diesen Film mit viel Wiener Charme verständlich machen, dass ihre Anwesenheit nicht mehr notwendig war. Sämtliche Schauspielgrößen der damaligen Zeit haben mitgewirkt. Auch Waltraud Haas in der Rolle des typischen Wiener Mädels. Liebe Seherinnen und Seher, nachdem nun die Weltschutzpolizisten in ihrer kugel- und strahlensicheren Schutzkleidung und mit kleinen Todesstrahlern in der Hand mit ihren Fallschirmen abgesprungen. Ich bin ja hergekommen, da war ich alt, ungefähr 6 Jahre alt. Und bin hier geblieben, bis ich angefangen habe zu drehen, Weißes Rössel. Da sind wir dann übersiedelt. So lange bin ich hier geblieben. 30 Jahre. Die Karriere der Haas hat in Schönbrunn ihren Anfang genommen. Schließlich sind Waltraud und ihr Bruder Fritz im Schönbrunner Stöckel zu Hause gewesen. Aber das Schönste war, wenn es dann also Nacht wurde, dann wurden die Tore geschlossen. Mein Bruder, der war damals so, auch so ganz ein junges Bierschadl, hat gesagt, komm, jetzt gehen wir schwimmen. Ich sag, wo willst du schwimmen gehen? Na, im Neptunbrunnen. Sind wir im Neptunbrunnen in der Nacht schwimmen gegangen. Und es hat uns natürlich nie jemand gesehen, weil es durfte ja niemand herein. Die Brunnen von Schönbrunn waren für die Kinder der Stöckelwirtin immer wieder Anziehungspunkt. Eine wunderschöne Brunnenfigur, wirklich wunderschön. Und dem hat das nicht gepasst. Da hat er immer hinaufgeschaut und hat auch einmal gesagt, das Spatzi muss weg. Sag ich, was heißt denn das Spatzi? Hat einen Stein genommen, hat geschossen und diese Brunnenfigur steht heute noch ohne Spatzi. Bobby Titmarsh ist so etwas wie die Seele von Schönbrunn. Er recherchiert respektvoll, aber nicht unkritisch über die Familie Habsburg.
Sein Herz schlägt für das Schloss und all seine Besucher. Ich bin weder Fremdenführer noch Historiker. Alle meine Kenntnisse habe ich von 40 Dienstjahren. Es ist ein Studium, aber ohne Universität. Bobby Tidmarsh ist 1972 nach Wien gekommen. Sein Geld reichte nicht für eine Rückfahrkarte nach England und Arbeit war für ihn schwer zu finden. Im Schloss Schönbrunn konnte er sich eine neue Existenz aufbauen. Ich habe einen Spleen für Biedermeier und ich habe eine Mischung zwischen Biedermeier und Moderne. Also es ist eine englische, österreichische Mischung, die Wohnung. Nicht nur die junge Hillary Clinton durfte Bobby Tidmarsh im Namen des Hauses begrüßen. Er betreute alle Staatsgäste, die sich für die Geschichte von Schönbrunn interessierten. Ich habe über 50 Staatsempfänge mitgemacht oder Regierungsempfänge. Ich habe die Räume eingerichtet, ausgeräumt. Ich habe Teppiche aufgelegt, weggeräumt. Ich habe Sonderführungen gemacht für die Persönlichkeiten, die ich im Leben nie kennengelernt hätte, weil ich ja ein Arbeiterkind bin. Ich bin aus dem Arbeitermilieu. Und wie ich nach Wien gekommen bin, hätte ich nie ein Leben vorstellen können in einem Schloss. Und ich hätte nie gedacht, dass ich Richard Nixon führen werde oder Otto von Habsburg oder Princess Margaret, Henry Kissinger, eine endlos lange Liste von Persönlichkeiten, die ich ja nicht kennengelernt habe. Ich habe aber ein Privileg gehabt, sie durch die Räume zu führen. Ich bin in Schönbrunn zu Hause. Also ich liebe Schönbrunn. Schönbrunn, ich habe das öfters gesagt, ist mein Leben. Auf der Fahrstraße nach Hietzing treffen Fremdenführerin Gerti, Bobby und die Nachbarschaft aus dem Marionettentheater zusammen. Ist das jetzt nur Maria Theresia oder gibt es da ein paar Geschichten über die Kinder vielleicht auch rein? Pläne für das neue Buch von Bobby werden geschmiedet. Was sich immer gut verkauft, sind Geschichten wie die Maria Christine und die Isabella von Bobo und Barmer. Liebesgeschichten verkaufen sich immer gut. Also die wunderschöne Erzherzogin Marie Christine war Maria Theresias einzige Tochter, die ihren Gemahl selbst auswählen durfte. Und sie entschied sich für Erzherzog Albrecht von Sachsen-Teschen. Isabella von Bourbon-Parma ehelichte den ältesten Sohn Maria Theresias, Josef II. Diese Ehe war eine höchst politische Entscheidung. Die Heirat mit dem ehemaligen Erzfeind sollte beide Dynastien stärken. Am 6. Oktober 1760 fand die eigentliche Hochzeit in der Wiener Augustinerkirche statt. Marie Christine ist auch die einzige, die aufgrund ihrer Stellung als Lieblingstochter den Mann ihres Herzens heiraten durfte, nämlich den Prinzen Albert von Sachsen-Teschen. Marie Christine hat dann eine besondere Beziehung zu Isabella entwickelt, beziehungsweise beidseitig. Und zwar hat sich da offenbar und gut dokumentiert anhand der Briefen, die zwischen den beiden gewechselt wurden, belegt, dass die beiden eine lesbische Beziehung hatten. Wenn man sich das Schloss so anschaut, man verbindet es in erster Linie mit dem Hof. Aber wer hier im zarten Alter von 6 schon ein Konzert gegeben hat, das war Wolfgang Amadeus Mozart. Die Familie Habsburg, Lothringen, lädt die Familie Mozart ein. Wir wissen auch, Maria Theresia hat sich mit Mozarts Mama über Fragen der Kindererziehung unterhalten. Ja. Und Mozart angeblich dann nach dem Konzert runtergeklettert ist von seinem Hocker und der Maria Theresia auf den Schoß gesprungen ist, ja, und ihr ein Busserl gegeben hat.
Wer ist denn das Kind am Cembalo? Das ist der junge Mozart, Exzellenz. Schönbrunn diente den Habsburgern für viele Monate als Hauptwohnsitz. Hier wurde getanzt, gelacht und Europas Politik entschieden. Die habsburgische Heiratspolitik hatte zum Ziel, das Haus Habsburg stetig zu vergrößern. Maria Theresia galt als Schwiegermutter Europas, wusste sie doch ihre vielen Kinder geschickt zu verheiraten. Über Jahrhunderte wurde, mit wenigen Ausnahmen, dynastisch für die Kinder entschieden. Und Heirat aus Liebe war nicht vorgesehen. Obwohl Maria Theresia ihrem Gemahl, den sie Meusel nannte, liebevoll zugetan war, nahm sie auf die persönlichen Gefühle ihrer Kinder wenig Rücksicht. Die berühmteste Ausnahme in Sachen Liebe ist die Heirat von Franz Josef mit seiner Cousine Sissi. Hat doch der junge Kaiser es damals verstanden, seine vermeintlich gestrenge Mutter, Erzherzogin Sophie, zu überzeugen, die Dame seines Herzens ehelichen zu dürfen? Obwohl diese Verbindung so verheißungsvoll begann, durfte sie nicht glücklich enden. Die berühmten Worte des alten Kaisers, dass ihm doch nichts erspart bliebe, sind hier überall spürbar. Und dennoch wurde Franz Josef auch Sinn für Humor nachgesagt. Brauchen Sie mich noch, Herr Präsident? Ich warte schon 4 Stunden. Kaiser Franz Josef, nein, Sie können nach Hause gehen. Na, danke sehr. Was ist mit mir? Bürgermeister Luiger, Sie auch. Brauchen Sie mich noch, Herr Präsident? Nein, ich danke Ihnen sehr. Oh, Christian, gnädige Frau. Ist aber schön, dass Sie auch gekommen sind. Selbstverständlich. Wir wollen doch alle mithelfen. Aber wenn Sie mich nicht mehr brauchen, dann möchte ich nach Haus das Nachtmahl machen. Was gibt's denn? Spargel mit Butter und Brösel. Rückgrat, der Mut zur Meinung, Innovationsgeist und Durchhaltevermögen haben der Familie Habsburg bis zum Ende der Monarchie immer wieder die Kraft gegeben, nach vorne zu blicken. Ich glaube, das ist eigentlich unglaublich gut zu Wien dazu passt. Weil man ja sagen muss, auch wenn man andere Großstädte anschaut, die auch eine entsprechende historische Bedeutung haben, so wie es Wien hat, die haben auch ihre eigene Form von Schönbrunn. Meistens nicht so schön wie Schönbrunn, das muss man auch dazu sagen. Aber ich glaube, da passt Schönbrunn einfach unglaublich gut dazu, auch als, wenn man so will, Kontrapunkt zur Hofburg bis zu einem gewissen Grad, als der Ort, der also natürlich mehr der Lebensfreude und mehr den schönen Künsten und der Schönheit gedient hat, als vielleicht der mehr pragmatischen Hofburg, die es hier gegeben hat. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Kontrapunkt, der genau in die Stadt hereinpasst und der natürlich auch seine historische Bedeutung hat. Als historische Bedeutung finde ich es ausgezeichnet, dass auch die Geschichte, die Schönbrunn mitgemacht hat, eigentlich auch immer, sagen wir, die Spuren der Geschichte, dass Schönbrunn die Spuren der Geschichte behalten hat. Ob man jetzt den napoleonischen Adler sieht oder ob man noch die zum Teil zerstörten Figuren sieht, die aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Bombardement des Zweiten Weltkriegs stammen. Also man sieht, die Geschichte ist präsent, die Entwicklung geht weiter und ich glaube, dass das hier sehr gut dazu passt. Am Hofe zu Wien herrschten strikte Regeln und Gepflogenheiten, die man aus dem spanischen Hofzeremoniell übernommen hatte. Vielseitige Bildung und frühe Erziehung der Erzherzöge war für die Habsburger selbstverständlich. Wir haben zu Hause, als alle Kinder, haben wir alle 5 Sprachen gelernt. Bei meinen Kindern ist es so, dass sie natürlich zu Hause Englisch und Deutsch sprechen, dass sie zum Teil in eine französische Schule gegangen sind, dass sie zum Teil Spanisch sprechen, also dass sie eine gewisse Grundlage von Sprachen haben. Meine jüngste Tochter lernt derzeit Arabisch. Also es kommt eine Vielzahl von Sprachen zusammen. Zu Maria Theresias Lebzeiten hat man versucht, mit jeder Geburt eines Kindes eine neue Sprache ins Leben aufzunehmen. Der Wiener Hof pflegte 6 bis 7 Hofsprachen. Spanisch, die Sprache des Zeremoniells. Französisch, die Sprache des Hochadels. Italienisch, die Sprache von Kunst und Kultur.
Tschechisch und Ungarisch waren wichtig, waren dies doch die Sprachen der bedeutendsten Steuerzahler. Das Wienerische war Maria Theresias liebste Sprache. Sie erhob es zur Hofsprache. Wien, das Herz von Österreich, sowas müsste es. Mach es nix. Was? Na, Wien ist nix. Was, Wien ist nix? Ja, schon, aber es müsste von ganz Österreich die Rede sein. Schreib Österreich. Österreich, das Herz. Moment. Von ein Stück. Vom Herz der Welt ist Österreich. Das ist gut. Das ist gut. Ein Stück vom Herz der Welt ist Österreich. Herz der Welt ist Österreich. La 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 la. Junge Prinzen sollten rasch zum Manne werden. Daher wurde mit militärischer Erziehung früh und rigoros begonnen. Auf diesem Platz wurden kriegerische Situationen geübt und nachempfunden. Kronprinz Rudolf soll durch direkt neben ihm abgefeuerte Kanonenschüsse weniger schreckhaft werden. Er hat unter diesem Drill sehr gelitten. Elisabeth, die ja wenig präsent war, auch im Alltag und in der Erziehung, hat dann nach der Rückkehr von diversen Reisen festgestellt, wie sehr sich ihr Sohn verändert und hat dann wirklich ein einziges Mal ein konkretes Ultimatum gestellt und dem Kaiser gedroht, dass sie ihn mit den Kindern verlassen wird, wenn der Erzieher nicht ausgetauscht wird. Und sie hat ihr Ziel erreicht. Bei den Krönungsfeierlichkeiten von Kaiserin Zita und Kaiser Karl wurde Erzherzog Otto eingebunden und standesgemäß eingekleidet. Das Repräsentieren des Kaiserhauses war ein ganz selbstverständlicher Teil der höfischen Kindheit. Zum Weihnachtsfest 1835 wurde in der Hofsattlerei von Schönbrunn für Franz Josef und seine Brüder in nur dreiwöchiger Arbeit ein Kinderwagen erzeugt. Auch der kleine Sohn Napoleons, der seine Kindheit in Schönbrunn verbrachte, hatte für seine Ausfahrten einen Prunkwagen zur Verfügung. Er wurde von Merino-Schafen durch den Schlossgarten gezogen. Bei der Garde ist es so, dass kein Tag so ausschaut wie jeder andere. Wir beginnen formell mit der sogenannten Flaggenparade, wo eben die österreichische Flagge gehisst wird unter dem Beisein aller Soldaten. Wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und das Spezielle bei der Garde ist, wir haben Soldaten aus allen Bundesländern Österreichs. Und unabhängig vom Bildungshintergrund, vom sozialen Hintergrund machen sie bei uns Dienst und auch die Religion spielt in der Hinsicht keine Rolle. Wir respektieren die jeweilige Religion, aber letztendlich haben alle die gleiche Aufgabenstellung und das ist ein, glaube ich, wichtiger Beitrag zur Integration. Guten Morgen. Guten Morgen, Oberst. Guten Morgen, Herr. Sind wir frisch und munter? Alles Beste. Dann gehen wir es an. Herr Oberst, die Industrievereinigung. Der Tagesablauf in der Kaserne ist minutiös geplant. Bitte um einen Rückruf ihrerseits. Ja, die Garde hat einen besonderen Bezug zu Schönbrunn. Wir leben in unmittelbarer Nachbarschaft. Und Schönbrunn wurde ja ursprünglich gegründet als Jagdgebiet in der K&K-Zeit. Und der frühere Name der Maria-Theresien-Kaserne war ja Fasangarten-Kaserne. Präsent!
Das Militär genoss besonders in der Zeit Maria Theresias hohe Wertschätzung. Sie gilt als große Förderin der militärischen Ausbildung. Die Maria-Theresien-Kaserne ist einfach rückblickend auf die Militärreform Maria Theresias dann als solche benannt worden, aber hat mit Maria Theresia konkret nichts zu tun. Trotzdem blieb das wichtigste Erkennungsmerkmal der Garde erhalten. Die Gardeschnur, das besondere Kennzeichen quasi aller Garden, war auch damals bereits das äußere Kennzeichen der Garde. Es ist noch immer Funktion der Garde, bei Staatsbesuchen und wichtigen Anlässen den offiziellen Begrüßungsakt des Hohen Gastes mitzutragen und Österreich zu repräsentieren. Zur Zeit des Kalten Krieges trafen einander die Repräsentanten Amerikas und Russlands auf neutralem Boden. Bundespräsident Adolf Scherf begrüßte John F. Kennedy und Nikita Chruschtschow zu friedlichen Gesprächen im Schloss Schönbrunn. Schönbrunn wurde immer wieder für repräsentative Auftritte oder Empfänge der Republik genutzt. Mit dem Einsetzen der Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebs GmbH hat man von dieser Nutzung abgesehen, nur in Ausnahmefällen, weil es einfach für den Dauerbetrieb kaum unterbringbar ist, denn wir können uns das nicht mehr leisten, das Schloss für einige Tage zu sperren. Die Sommerresidenz der Habsburger wurde von Kaiser Leopold I. beim Stararchitekten Fischer von Erlach in Auftrag gegeben und hat bis zum Ende der Monarchie als wichtigster Sommersitz der Habsburger gedient. Die einzigartige Gartengestaltung geht auf die Ideen von Kaiser Franz Stephan I. und seinen Gartenarchitekten zurück. Die Größe von Schönbrunn ist beeindruckend, würde doch das Fürstentum Monaco in die Gesamtanlage passen. Die Mittel zur Erhaltung des Schlosses selbst zu erwirtschaften, was wir bis dato sehr gut geschafft haben. Und die Corporate Mission lautete ganz dezidiert, nutzen und erhalten. Alle Einnahmen, die wir machen, können wir eins zu eins in die Restaurierung des Schlosses und der Seitengebäude investieren. Vielseitigkeit und Handwerkskunst auf hohem Niveau sind regelmäßig gefragt und kommen in allen Bereichen der Schlossanlage zum Einsatz. In der Struktur und im Aufbau des Tiergartens ist nichts dem Zufall überlassen worden. Alle Wege und Gebäude befinden sich auf exakten Punkten einer nicht sichtbaren freimaurerischen Landkarte. Kaiser Franz Stephan hatte großes Interesse an Zahlensymbolik, den Naturwissenschaften und er war gelernter Botaniker. Das kaiserliche Interesse für Fauna und Flora wurde auch in späteren Generationen weitergetragen. Kaiser Franz Josef hat durch Bauwerke wie dem Palmenhaus der exotischen Pflanzen- und Tierwelt bis heute einen Lebensraum geschaffen. Der Tiergarten ist natürlich untrennbar auch mit dem Schloss verbunden. Eine Gründung Franz Stephans, also des Mannes Maria Theresias, der ein leidenschaftlicher Sammler war. Auf ihn gehen natürlich auch die Pflanzensammlungen der Habsburger auch zurück. Er hatte neben dem Tiergarten, der ja schon 1752 gegründet wurde, im gleichen Jahr hat er auch den holländisch-botanischen Garten anlegen lassen mit einem Glashaus, wo die Raritäten seiner Pflanzensammlung auch untergebracht war. Also
Der Tiergarten war immer Bestandteil Schönbrunns. Er ist nur heute natürlich in modernen Verwaltungsstruktur durch eine entsprechende Gesellschaft auch von der betreut. Kaiser Franz Stephan hatte echte Freude am Tiergarten. Er besuchte verbriefterweise seine Menagerie zweimal am Tag, weil sie ihm größtes Amüsement bedeutete. Die Anlage war für ihre Zeit hochmodern und einzigartig. Fredi Meier ist die hohe Qualität der Betreuung seiner Schützlinge ein wichtiges Anliegen. Ich arbeite in einem Habsburger Zoo, ja, richtig, das stimmt. Der Unterschied zwischen mir und den Habsburgern ist, dass ich verhindere die Inzucht. Die Habsburger haben sie da nicht wirklich so genau genommen. Der Hochadel schmückte sich mit Affen, vor allem den kleinen Arten. Sie lebten oft direkt mit der Familie, waren Mitbewohner im Alltag, so wie wir es heute nur mehr mit Hunden oder Katzen handhaben. Man zeigte mit besonders exotischen Affen seinen Wohlstand und seine Weltoffenheit. Die haben alle Namen. Wir sind auch immer sehr bemüht, weil eben hast nichts mehr, als wir waren. Die Tiere dann heißen Sisse, Franzl, Karl, Sepp und Sonstiges, das muss ich alles nicht haben. Wir schauen immer, dass wir Namen aus der Region, wo sie herkommen. Das heißt, madagassische Tiere, madagassische Namen. Jetzt ist es vorbei. Na, jetzt ist das genug Leckerli. Sonst wird es zu dick. Affen wurde nachgesagt, sie verstünden die menschliche Rede und seien gelehriger als manch menschlicher Schüler. Dem Volksglauben nach machte der Besitz eines Affenauges unsichtbar. Affenurin wurde an Türrahmen gestrichen, um das Böse und den Feind abzuhalten. Das Originalgebäude, wie hier das Affenhaus, ist von Grund auf eigentlich ein gutes Haus. Das Kaiserliche spürt man in dem Haus noch, weil die Substanz an sich ja nicht verändert wurde, die Fassade nicht verändert wurde, ganz im Gegenteil. Es wurden Fassaden, die was verbaut waren, wieder freigelegt, um wirklich das Haus in seiner Gesamtheit zu sehen. Und das finde ich eines der fantastischsten Häuser überhaupt, die was wir haben. Wir sind der einzige Barockzoo weltweit. Und das, auf das können wir stolz sein. Und bei so einem Ambiente wie bei uns wirst du weltweit nie wieder finden. Christine Hirzer-Riedler ist Herz, Hirn und Seele des Marionettentheaters Schönbrunn. Heute bereitet sie sich auf die Mittagsvorstellung der Zauberflöte vor. Wir kommen aus Salzburg, spielen eine Spieltechnik, die in Salzburg schon 100 Jahre alt ist, und haben dann einen Platz gesucht in Österreich, wo man spielen könnte. Dann sollte in Schönbrunn ein Kindermuseum geplant werden, und das war dann unser Glück, weil dadurch sind wir nach Schönbrunn gekommen. Die Welt der Marionetten ist eine Welt der Fantasie. Mozarts Spiel gehört zum vielseitigen Repertoire und ist das beliebteste Stück, in dem die Spieler den Marionetten Seele und Anmut verleihen und sie durch geschicktes Ziehen der Fäden zum Leben erwecken. Das Besondere an unserem Spielkreuz ist, dass man bei unserem Kreuz, man lernt es wie ein Instrument, und man hat mit unserem Kreuz immer alle Fäden unter Kontrolle. Es gibt viele andere Kreuze, das sind sehr große Kreuze, da kann man auch viele Bewegungen machen, aber man greift immer zu verschiedenen Fäden, und dadurch entstehen sehr Hampelmann-artige Bewegungen, die manches Mal gewollt sind. Wir spielen halt in dieser Spieltechnik, die sehr menschliche Bewegungen macht. Man lernt bei uns das Gehen wie ein Mensch, man lernt das Atmen, das Schauen. Und das ist halt das Schöne an unserem Kreuz. Es dauert sehr lange Zeit, aber das ist halt, was wir unseren Spielern weitergeben. Diese Spieltechnik wurde 2015 zum Weltkulturerbe erhoben und wird nur mehr in Salzburg und in Schönbrunn gepflogen. Kaiserin Maria Theresia schätzte das Theater sehr und hat regelmäßig Aufführungen für ihre Gäste geben lassen. Dargeboten wurde sowohl Menschen- als auch Figurentheater.
Die Gagen der Marionettenspieler waren doppelt so hoch. Die Kindheit der Erzherzöge endete mit dem dritten Lebensjahr, denn der Tag unterlag ab da einem minutiösen Stundenplan. Die Kinder wurden von Hauslehrern aus dem Hochadel unterrichtet. Zum standesgemäßen Unterricht zählte neben Geografie und Geschichte auch Tanz, Kunst und Musizieren. Höfisches Zeremoniell und tugendhaftes Benehmen gaben die Struktur. Maria Theresia galt in ihrer Jugend als unermüdliche Tänzerin und gab die Liebe zum Feiern an ihre Kinder weiter. Ich muss gestehen, dass ich natürlich mit Koketterietanz und Ähnlichem persönlich nichts zu tun hatte und meine Kinder auch nichts. Die würden mir wahrscheinlich was erzählen, wenn ich ihnen das vorschlagen würde. Aber ich glaube, es gibt etwas, was auch damals schon eine Rolle gespielt hat, was sicherlich auch heute eine große Rolle spielt und was ich auch versuche, meinen Kindern weiterzugeben. Das ist das Verständnis für die eigene Geschichte. Das ist mit dem Verständnis für die eigene Geschichte natürlich auch das Verständnis für Geografie, weil die Geografie ist etwas, dem wir nicht entweichen können, die einfach uns gewisse Vorgaben gibt. Und natürlich damit auch die Sprachkenntnis, die notwendig ist, um das kulturelle Umfeld tatsächlich zu verstehen. Und das Ganze eingebettet in, glaube ich, ein gutes Bett von Werten, die natürlich hauptsächlich aus dem Bereich der Religion herausstammen. Und ich glaube, mehr oder weniger in diesem Viergestirn sind meine Vorfahren auch vielfach erzogen worden. Und ich versuche es halt in einer modernen Art und Weise natürlich meinen Kindern auch weiterzugeben. Er hat kein Wort gesagt, er hat noch nichts gefragt. War ganz still, weil so ist der Tod. Das Ende aller Tage ist Teil des Lebens. In der Erinnerung liegt ein großer, unbegrenzter Schatz. Gestorben sind wir nur, wenn sich niemand mehr an uns erinnert. Drum denkt viel an mich und hört nicht auf, von mir zu sprechen, soll Maria Theresia ihren Lieben zum Trost gesagt haben. Der Hitzinger Friedhof ist letzte Ruhestätte vieler Menschen, die in Schönbrunn zu Hause waren. Auch Waltraud Haas und ihr Sohn kommen regelmäßig, um sich an Gemahl und Vater Erwin Strahl zu erinnern. Es war immer schön mit ihm. Vor allem, weil ich das große Glück hatte, dass wir eben beide Künstler sind und er oft zu Hause schon mit mir, auch mit Markus, die Stücke dann vorgeprobt hat. Wir haben dann, sind dann schon eigentlich ziemlich fertig zu den Szenen gekommen. Also es war immer eine wunderbare Arbeit, mit ihm zusammen zu arbeiten, Urlaub zu machen, zu sehen, wie er seinen Sohn erzieht. Eigentlich erziehen kann man nicht sagen. Wie mein, was gab's so? Ja, ja. Ja, schon. Insofern ist es jetzt auch so, dass bei meinem Vater er natürlich immer für auch uns, immer noch bei uns ist, ja, präsent ist. Zum Beispiel gibt es auch, dadurch, dass meine Eltern geheiratet haben, in einem Film, der Film, die Hochzeitsszene wurde in diesen Film eingebaut. Das heißt, die echte Hochzeit war in diesem Film wirklich ein, das war wirklich der Hochzeitstag. Und wo gibt es das eigentlich schon, dass in den 60er, Mitte der 60er Jahre jemand Filmaufnahmen von seiner eigenen Hochzeit hat? Manche sind unsterblich durch die Werke, die sie uns hinterlassen haben. Andere durch ihre unvergleichliche Ausdruckskraft, gesellschaftliche Stellung oder ihre geheimnisvollen Beziehungen.
allen gemein ist, dass sie uns fehlen, müssen wir sie eines Tages ziehen lassen. In allen Kulturen gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, den lieben Verstorbenen im Hier und Jetzt zu behalten. In Wien ist das der Leichenschmaus, wo man bei Speis und Trank dem Tod im Leben Platz einräumt. Also das Maxingstüberl ist 211 Jahre alt. Es ist 1805 ist es gebaut worden. Wir sind an der Schönbrunnauer natürlich. Dadurch ist natürlich die Nähe gewesen. Katharina Schratt hat das Lokal des Öfteren besucht. Der Kaiser Franz Josef selbstverständlich. Und auch der Johann Strauss war sehr oft zu Gast. Er hat ja sein Wohnhaus auf Maxingstraße 18 gehabt. Und es hat eine Heimat für viele gegeben, die halt da gewohnt haben und gearbeitet haben. Christine Schenk ist Witwe und betreibt das legendäre Maxingstüberl im Angedenken an ihren Gatten. Mit Familie Wanderer verbindet sie eine alte Freundschaft. Nach jedem Friedhofsbesuch kommen die Wanderers zur Stärkung hierher und tauschen mit der Wirtin alte Geschichten aus. Noch bis vor kurzem war das Wiener Bestattungswesen sehr streng und die Freigabe von Urnen fast unmöglich. Bitte erzähl meinen Enkelkindern, wie du deinen lieben verstorbenen Mann nach Wien gebracht hast. Mein Mann hat immer gesagt, bitte, bitte, Christine, ich möchte nicht alleine da sein. Immer wo du bist, will ich auch sein. Das erste Mal habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, dann habe ich gedacht, okay, ich werde ihn holen. Dann war der Kampf, dass ich überhaupt die Urne gekriegt habe. Da habe ich dann mit dem Bürgermeister müssen schwer kämpfen, weil er hat gesagt, er muss eine Sitzung anberaumen. Ich sage, ich könnte ja das sagen, was ich wirklich gesagt habe. Ja, du kannst mit der Kronenzeitung in der Früh sitzen, aber jetzt unterschreibst, habe ich gesagt. Nein. Also bin ich jetzt rausgefahren, habe mir gesagt, okay, ich bin Hit aus keiner Sicht, wenn mir die Polizei aufhält. Nein. Also habe ich genommen einen Bildersackel. Und habe ihn dort drin verstaut, in der zweiten Sackel. Und dann habe ich ihn mit dem Sicherheitsgut angehängt. Da habe ich gedacht, falls man hintereinander drauf fährt, dass nicht der vordere das Krematorium ins Auto kriegt. Also, und dann habe ich ihn nach Wien genommen und jetzt steht er neben dem Bett. Manches Mal habe ich ihn runtergeholt, wenn es mir schlecht gegangen ist und ich traurig war, weil das Geschäft so hart war. Und habe geschimpft mit ihm, habe drei Vierteln gepackt und habe geheult. Das ist die Wahrheit, das ist so. Und jetzt steht er, jetzt hat er einen fixen Platz neben dem Bett. Und manchmal sage ich halt, streng dich an, es ist eng. Ja. Schauplatz Ehrenhof Schönbrunn. Die große Landung der Außerirdischen im Film 1. April 2000. Trink, der die Gondel im Gleichgewicht hält und die Richtungsantenne. Und da hat sie aufgesetzt. Die Tür klappt herunter. Wir sind alle sehr aufgeregt. Wir fahren jetzt etwas näher heran, damit wir Ihnen alles ganz genau schildern und im Fernsehdienst übertragen können. Da ist auch schon der erste Insasse erschienen. Es ist wieder ein Weltpolizist mit dem Todesstrahler in der Hand, der sich jetzt sichernd umsieht. Und was wird jetzt kommen? Wenn nach dem schönen Boden natürlich der Platz wirklich für die schönen Künste, für die Kultur war, die sich hier dargestellt hat in diesem Umfeld von Wien oder auch eben als Kontrapunkt zur Hofburg, war natürlich Schönbrunn auch derjenige Platz, an dem jetzt Theater und Konzerte eine große Rolle gespielt haben. Und ich persönlich finde es ausgezeichnet, dass sich dieser Bogen eigentlich aus der Geschichte heraus bis zur heutigen Zeit hierher zieht. Dass man sieht, wie die Open-Air-Festivals nach wie vor Zehntausende oder Hunderttausend Leute tatsächlich in den Schlosspark hereinbringen. Ich glaube, dass man hier einen wirklich wunderbaren historischen Bogen schlagen kann zur heutigen Zeit, dass eben auch Schönbrunn nach wie vor eine ganz, ganz großartige Kulisse für die Kultur der Jetztzeit darstellen kann. Und wieder geht ein Tag in Schönbrunn zu Ende. Wie gut, dass man auch morgen kommen kann.
Der Lebensraum Schönbrunn ist 365 Tage im Jahr geöffnet.